So, da ist das Haus. Hier ist der Boden irgendwie viel zu grün. Was ist denn das da? Mürben entdeckt 5 Einbeeren. Oh, das ist schon mal schick. Pelmatblätter wären schicker, aber man kann ja nicht alles haben. Und ich glaube, ich springe hier mal über die Furt. Jo, keiner nass geworden, sehr schön. Na also, jetzt geht sie auf, meint Mürren. Ich weiß auch nicht, was da vorhin mit dem Ding los war. Ging ganz leicht. Hä? Okay. In der Truhe findet ihr Heiltrank, Sumpfratzendokument und ein Netz. Und 15 Silberstücke. Ein Sumpfratzendokument? Was ist das denn? Gegenstand benutzen. Die Sumpfratze ist ein feiges, jedoch gefräßiges Tier, das nur in großen Rudeln angreift und entfleucht, so selbiges nur ein wenig dezimiert ist. Obwohl dem Aff verwandt, ist sie doch ein eigenständiges Tier und hat etwas gar Seltsames an sich, da sie manchmal wie ein Mensch zu benehmend. Sie hat eine besondere Bindung zu einem Strauche, einer Form des Heidekrautes, welche jedoch im Sumpfe wächst. Wenn man einen Strauch jätet, verstirbt auch kurz darauf die Ratz. Und es heißet, dass hohe Verwandlungsmagie möglich, wenn man sie an ihrem Strauch bindet, dann zaubert. Hier muss irgendwo ein Magier in der Nähe sein, der sich mit sowas beschäftigt. Und wozu das Netz? Vielleicht zum Fangen von so einer Sumpfratze? Na gut, also zu dem Haus sollten wir eigentlich nicht. Da huschen wir mal dran vorbei und folgen hier weiter dem Weg. Nächster Kampf. Sumpfratzen. Computerkampf. Kampf berechnen. Keine Magie. Ah, nein. Das ist doch nicht wahr. Ja. Ich sollte nicht mehr Kampf berechnen. Punkt. Soll ich jetzt neu laden oder sollen wir zurück nach Gashok laufen? Wir haben ja schon ein bisschen was geschafft, aber nicht wirklich viel. Na komm, ich probiere es einmal ganz kurz. Und wenn es nicht klappt, dann schneide ich die ganze Folge einfach raus und mache sie neu. So, wir wollen da oben hin. Kampf verlassen. Transversalis Teleport. Genau, Transversalis. Zum Verlassen, ja. Routenplanung. Nach da. Und dann nach Nordosten. Nein, nicht weiter planen. So, wir haben jetzt niemanden mehr, der Nahrung suchen kann. Aber wir dürften noch genug haben. Jo. Und die Helden sind nicht dazu in der Lage, weil einer tot ist. Gerogon, Terik, Gerogon halten Wache. Talana sucht nach Kräutern 4 Stunden. Keine Kräuter. Wäre ja auch zu viel verlangt, wenn man was gut laufen würde. Aber es hat mich echt überrascht, dass beim Kampf berechnen das so arg schnell runterging. Lagerplatz suchen. Zumal wir ja sonst wirklich keine Probleme mit denen hatten. Aber das ist halt die Computerberechnung. Die macht da recht komische Sachen. Wahrscheinlich geht sie davon aus, dass jeder Charakter auch in Nahkampf kommt. Und Mürren hat halt keine Rüstung angehabt. Naja, schauen wir einfach mal. Mit etwas Glück finden wir noch ein paar Kräuter unterwegs. Ein Gulmanblatt, sehr schön. Oh oh. Ich glaube, ich habe da was gehört. Achso, Spinnen. Ja. Ich habe gerade gesagt, ich wollte keinen Kampf mehr berechnen, also sollte ich es auch lassen. Aber du kannst mein wenig zaubern. Kampf, Ignifaxius auf die da. Maximum. Entende. Ja, wir halten nichts aus, sehr gut. Und sind ja auch nur noch 2 Stück, wenn ich es richtig sehe. Du wartest einfach mal da, bis Terik wach ist und Terik läuft mit zu Gerogon. Damit die Schulter an Schulter kämpfen können. Ja, sichern. Oh, ist doch noch eine mehr. Du bewegst dich mal dahin. Und haust die kaputt.
Okay, nicht ganz. Sichern. Du hilfst da kurz mit. Sehr schön. Und wir sollten auch gleich, wenn wir in Gashok angekommen sind, gucken, welchen Schutzgott denn Myrim hat. Und hoffen, dass ein dementsprechender Tempel dort anwesend ist. Was ich aber bezweifle, denn es gab, glaube ich, nur zwei Tempel in Gashok. Einmal Phryos und einmal Fex. So, Angriff auf den. Sichern, du daneben. Angriff auf den. Sehr schön. Jetzt lasst uns bitte nach Gashok. Okay, morgen nach Gashok. Lagerplatz suchen. Nächste Chance, überfallen zu werden. Zwei Gullmannblätter. Oh, sehr schön. Nicht überfallen. Jeder hat einigermaßen regenerieren können. Sehr schön. Rein da. Wollte sie betreten? Ja, wollen wir. Also Karte, was sagst du uns? Wir haben einen Fex-Tempel, einen Phryos-Tempel und einen Boron-Tempel. Also doch drei. Und Myrim hat als Schutzgott Travia. Also wird es ziemlich egal sein, wo wir hingehen. Phryos hat letztes Mal nicht wirklich geholfen. Also gehen wir mal zu Boron. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, was Boron davon hält, Leute aus dem Totenreich zurückzuholen. Es könnte ein wenig gegen seine Prinzipien verstoßen. Ja, na gut. Gehen wir rein da. Spenden erstmal all unser Geld. Alles. Und klicken dann fleißig eine Weile rum. Wow, das ging ja schnell. Das ist doch sehr nett. Gut. Ich weiß jetzt nicht, wie RP-gerecht das war, dass Boron uns gerade wiederbelebt hat. Aber wir nehmen es einfach dankend an. Gehen sofort raus. Du darfst sofort dich selber heilen. Zaubern, kannst dich selber heilen. Heilung, Balsam, Myrim. 10. Balsam. Ja, kann sie. Sehr gut. Also, war das Ganze doch nicht umsonst. Wir haben ein Stück vom Sumpf gesäubert, haben diese Schatztruhe gefunden und ruhen uns jetzt erstmal wieder hier drin aus. Wie gesagt, bin ich nicht wirklich glücklich drüber, dass ich immer wieder so eine Rasten einlegen muss, aber sonst würde unser Helden einfach nur sterben, das wäre das Ende. Und ich will nicht, dass das LP zu Ende ist, also machen wir das lieber so rum. Wir hätten gerne kein Zimmer für die Nacht, denn wir haben kein Geld mehr. Haben wir was zum Verkaufen? Nicht wirklich. Die Kräuter hätte ich gern behalten. Myrim könnte versuchen, die Wunden so zu heilen. Obwohl sie ist die Einzige, die verletzt ist. Nö, also dann schlafen wir einfach mal eine Weile. Suchen uns wieder eine Ecke. Gib mir eine Ecke, da ist eine Ecke. So, Wache aufstellen, dass wir nicht wieder einen Bolzen abbekommen. Myrim sollte keine Wache halten, damit sie regenerieren kann. Und wir schlafen einfach 17 Stunden. Ein guter Anfang, das machen wir gleich nochmal. Girugon, Tirik, Girugon. So, 7 Lebensenergie, Astralenergie geht auch wieder hoch, sehr schön. Den Rest müssten wir regeneriert haben, wenn wir wieder im Sumpf angekommen sind. Der Marsch dauert hier immer 3 Tage. 3, 4 Tage. Markttag ist gerade nicht. Südausgang müsste eigentlich hier gewesen sein. Jo, hier. Routenplanung. Süden. Jo, Westen. In den Sumpf laufen. Das klingt irgendwie schon so bedrückend. Aber wir wissen ja, was gemeint ist. Also, jetzt müssen wir das neu verteilen. Myrim jagen bitte. Girugon, Tirik, Girugon Wache halten. Und Talana bitte Kräuter suchen. Keine Kräuter. Nee,
Und sobald wir gleich im Sumpf sind, sollten wir eigentlich erstmal abspeichern. Lagerplatz aufsuchen. Alte Option. Jo. Keine Kräuter. Schade. Tirik wird unsanft aus seinen Träumen gerissen. Eine Hand liegt auf seiner Schulter und schüttelt ihn kräftig. Gegrüßt seid ihr in Travias Namen, der Göttin des Herdfeuers und der Gastfreundschaft. Na, da will jemand schnorren. Der späte Gast ist offensichtlich ein Druide, der mit einer Sichel und einem kleinen Beutelchen mit Kräutern ausgestattet ist. Kann ich mich an eurem Feuer erwärmen? Wir bieten ihm einen Platz an. Wenn ihr erlaubt, würde ich mir mit den frischen Kräutern gleich ein Süppchen kochen. Okay. Sogleich macht sich der Druide an die Arbeit und bald dampft eine warme Suppe über dem Feuer. Nehmt doch auch eine Kleinigkeit. Also er könnte versuchen, uns zu betäuben und unsere Sachen zu stehlen. Aber nee, wir nehmen sein Angebot an. Wir wollen ja nicht zu paranoid sein. Die Suppe schmeckt wirklich ausgezeichnet und bald ist der Topf leer gegessen. Der Druide macht sich wieder auf den Weg und ihr könnt weiter träumen. Mit brummenden Schädeln und völlig entkraftet wacht ihr auf. Ihr habt alle von eurer Reise geträumt, aber größtenteils von Wegen, die ihr gar nicht beschritten habt. Von denen ihr jedoch glaubt, dass ihr bis ins kleinste Detail zu kennen. Oh. Die Kräuter haben uns wohl in so eine Art Trance versetzt, wodurch wir Sachen sehen konnten, ohne wirklich da zu sein. Ach, das ist ja schick. Okay. Mirums Körperkraft sinkt um 2 Punkte. Nein. Da ist jemand krank geworden. Reiseoption. Reise unterbrechen. Nee, ist nicht krank geworden. Ach, wir sind wohl nur ermattet von den Kräutern. Naja, wer es mit den Drogen übertreibt und so. Na gut, dann muss er wenigstens keine Sorgen machen, dass jetzt irgendjemand wieder die blaue Keuche bekommt. Wir füllen unsere Wasserflaschen auf. Suchen uns vor dem Sumpf nochmal einen Lagerplatz. Keine Kräuter. Wir regenerieren ein wenig, wir kriegen ein wenig Schaden. Gleicht sich alles aus. Und wir treten jetzt wagemutig den Sumpf. So, also was sagt die Karte? Die Karte sagt, da oben geht es wieder im Sumpf raus, das wollen wir nicht. Hier ist das Haus, da haben wir die Truhe gefunden. Ich glaube, das markiere ich mal ganz kurz. Truhe, Sumpf, heißen die Ratzen oder Ranzen? Ich glaube, Sumpfratzen, Truhe, Sumpfratzen. So, dahin, Eintrag schreiben, Haus, unendlich, Zombies. Ich denke mal, dass da immer wieder neue Wellen von Zombies kommen, wird irgendwann durch irgendwas abgeschaltet. Also vielleicht schon dadurch, dass wir das Rezept gefunden haben. Die Programmierer sind ja teilweise recht skurril in ihren Zusammenhängen. Das heißt, das könnten wir ausprobieren. Auch wenn ich nicht wirklich das Verlangen danach habe. Wir sollten uns erstmal hier im Sumpf zu Ende umgucken. Was sagt die Karte nochmal genau? Genau, also hier oben waren wir überall noch nicht. Das heißt, wir folgen einfach den Wegen und hoffen das Beste. Da unten geht es auch noch weiter. Wahrscheinlich gibt es auch noch einen südwestlichen Ausgang. Den sollte man auch noch finden. So, gucken wir noch mal kurz im Inventar, ob wir da irgendwas übersehen haben. Also das Hemd kann eigentlich weg. Proviant kann nach oben. Du hast 7 Bewegungspunkte. 7 Bewegungspunkte, 8 Bewegungspunkte, 8. Wir sollten vielleicht mal Geon und Tirik noch eins hiervon geben. Zumal wir... Ah, die haben 2 weniger Körperkraft wegen den Drogen. Gehen wir mal hier an den Rand. Mal wieder in der Ecke. Und schlagen hier unser Lager auf. In der Hoffnung, dass am nächsten Morgen der Kopf wieder klar ist. Also, Wachen aufstellen, Gerudon, Tirik, Gerudon, schlafen. Jo. Wir wollen schlafen 22 Stunden, das ist vollkommen okay. Ah, Mürm regeneriert sehr gut. So, aber Körperkraft ist immer noch angeschlagen. Das ist komisch. Nochmal. Gerudon, Mürm, Tirik, damit keiner einschläft. 24 Stunden.
Ah, na endlich. Alle Körperkraft steigt wieder. Wir sind fast ganz hoch regeneriert, was Astralenergie angeht. Und jetzt kann mal Gerugon eins davon essen. Und Terik eins davon essen. So, gleich viel besser vorbereitet. Sehr schön. Jetzt speichern wir doch mal ab. Ja, Spiel sichern, ja. LP 044 müsste es inzwischen sein. Und wir sehen uns gleich wieder.